Ich mache heute Spaghetti-Muffins und habe dafür 250 Gramm Spaghetti weich gekocht und sie dann mit 3 Eiern, 100 Milliliter Schlagobers und Salz und Pfeffer verrührt. Dann habe ich die Nudeln in der befetteten Muffinsform aufgeteilt und noch Schinken und Käse darauf gestreut und die Spaghetti-Muffins 20 Minuten bei 180 Grad gebacken.